So, dann erstmal ein Hallo an alle, die da sind. Hallo. Sehr schön, da sind wir zu einer neuen Runde. Warte, was war, die Karte ist bei dir weg? Nee, die ist bei mir irgendwie weiß oder halt, wo ist noch was ich gerade finden sollte, ist bei mir irgendwie so ein weißer Hintergrund, komischerweise. Warum? Okay, irgendwie. Das hatte ich auch mal, das Problem. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwas Schlimmes war, aber ja, wir werden es ja gleich sehen. Gehen sollte. Ja. Solange es funktioniert, ne? So, ich schaue schon mal hier noch. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit wir waren überhaupt, was wir, ob wir Probleme hatten, wo der Krieg war. Ja, das weiß ich jetzt auch gerade gar nicht. Wo ja, das ist auch gut. Überall die Problemchen waren. So, gehe ich mal auf meinen Channel direkt drauf nochmal, damit man das sieht hier. Damit ich glaube, hier sieht man nämlich meinen. Ah ja, hier funktioniert der Chat irgendwie besser. Schauen wir doch mal. Das Spielchen lädt auf jeden Fall schon mal. Ach ja. Na, dann gucken wir mal. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wo wir da noch überall rumgelungert haben. Aber du bist dran. Okay. Aber ich bin dran. Juhu. Das ist eine gute Frage. War im Krieg. Hey ho! Oh, da guckt wieder jemand zu. Juhu! Schon wieder neuer Mitzuschauer hier. Ja, geil. Ja, wir sind im Krieg mit diesen Orangenen da, ne? Südchina no? Ach so, nee. Ja, genau, die Roten. Ja. Das sind alle im Krieg, außer unserem eigenen, klar. Ich bin mit den. Ach, guck mal, hier ist doch noch so eine komische Armee. Mit den Obama sind wir im Frieden. Ja, stimmt, da war ja was. Mit allen anderen. Ja, mit allen anderen sind wir irgendwie im Krieg. So, wie sieht meine Armee aus? Die sieht eigentlich sogar ganz gut aus hier. Ich weiß gar nicht, warum ich mit deren noch nicht weitergezogen bin. Wahrscheinlich wegen des Einkommens oder so. Nö, das sieht eigentlich ganz gut aus. Habe ich überhaupt noch mehr Armeen? Ich muss mal gucken. Wo sind meine Generäle? Generäle? Armeen, da. Ach Gottchen, da oben. Oh. Achso. Ach, die wollte ich gerade erst noch zusammenziehen hier. Ach, was? Das sind Feinde, wie kann das noch sein? Noch mehr Feinde. Ach ja, meine Leute haben ja jetzt hier so richtig geile, oh, Scharfschützen bilde ich gerade aus. Okay, die haben jetzt ja so richtig geile Attackenboni. So. Ich könnte doch mal mit denen hier einfach ein paar Schritte loslaufen hier oder so, oder? Ja, Igar ist auch von den Obama. Hier unten sehe ich so das Gebiet. Okay. Ach. Nee. Ja, wir gehen hier einfach mal los. Ich guck mal, was da passiert. Okay, das wäre jetzt hier rot. Das wäre doof. Okay, machen wir das so. Ach ja, genau, die Obama haben alle Siedlungen eingenommen, die ich eigentlich haben wollte. Das war das. Das war das Problem. Die wollte ich ja eigentlich irgendwie übernehmen. Aber da war dann leider noch ein Problemchen. Weil die das auch haben. Im Süden da unterwegs, hab ich gesehen. Ja. Gegen die Okazaki. Ja. Ich habe so wenig Armeen, das ist echt schlimm. Das ist echt schlimm hier. Was baue ich da? Münzprägerei baue ich da aus? Okay. Ah, und da haben wir aber schon richtig geilen Schmied. Das heißt, hier könnt ihr auch schon richtig gute Einheiten. Ach, hier rekrutiere ich auch gerade. Okay, verstehe. Na gut, dann machen wir das mal weiter. Ah, dann schauen wir mal. Doch, bin ich dran, schade. Ich dachte. Na, jetzt läuft ja erstmal alles durch. Oh, mal gucken. Ach, was? Wirklich? Ach, Mensch. Oh, Krieg. Ach, das ist ja toll. Was wollen die denn wieder? Schönes? Die Tanegashima, wo sind die denn? Ah, die kommen gerade. Okay. Überall. Sind auch diese komischen Runden, die sind alle so rot. Aha, die Matsue, die erklären uns den Krieg. Okay. Von mir aus. Ich bin genau mit denen schon im Krieg, aber okay. Oh, da wird dein Hafen angefallen. Ach stimmt, genau, du warst ja da oben auf dem Vormarsch und wolltest da einmal durchmarschieren. Und die ärgern dich aber irgendwie so ein bisschen. Keine Ahnung warum. Was die da überhaupt wollen. Ach ja, genau. Und hier unten waren diese ganzen blöden Piraten, die ich alle ausschalten muss. Weil hier ständig irgendwie so ein paar Pappenheimer ankamen. Oha, die Shogunat-Vorhut. Ich weiß nicht, warum du die Shogunat-Vorhut bist, aber es ist voll cool. Ja, das bin ich halt. Ja, du hast Zeit drauf, ja. Sieht halt geil aus bei dir.
Ach ja, genau. Sagen, feindliche Flotte. Feindliche Flotte. Hier sind überall feindliche Flotten. Ach nee, es ist deine Flotte. Hä? Hier sind feindliche. Oh Gott, ey. Ist ja echt schlimm mit den... Oh, ich könnte hier kniender Beschuss machen. Oh, das ist natürlich ganz geil. Dann kannst du natürlich deine Linieninfanterie echt perfekt ausrüsten und ausbilden. Okay. Ich habe hier so einen netten Freund. Mhm. Immer, ist gerade ein bisschen langweilig. Ich denke mal, ich nehme ein bisschen Kavallerie, ein paar Trüppchen. Hey ho! Kann ich nicht angreifen? Wie kann das so sein? Kann ich nicht angreifen? Oh, da kam schon wieder ein Hey ho! Mensch! Hey ho, was heißt der? Hey ho heißt immer, wenn ein neuer Zuschauer kommt. Und zwar. Der Bach-Benno, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Juhu, willkommen auf jeden Fall. Schade im Chat, dass irgendwie der Chat lädt entweder bei mir nicht oder keiner schreibt was. Kann da einer von den Zuschauern gerade irgendwie was schreiben, damit ich sehe, ob es funktioniert? Nur damit ich weiß, dass der Chat geht. Und nicht ich einfach nur hier so... Ich bekomme nächste Runde wieder genügend Geld, das freut mich. Okay. Geld ist immer gut. Ja, Geld ist immer gut. Geld braucht man auch. Also ein bisschen Moneten. Ich kriege 6.300, beziehungsweise habe ja schon 6.300 jetzt bekommen. Ja, wie hoch ist deine Steuerstufe? Normal, oder? Normal. Ah! Okay. Troix. Danke, Troix. Gut, der Chat funktioniert. Ich habe es gesehen. Ich habe es gelesen. Sehr gut. Wunderbar. Ah, ich perfekt. Weiß, wo man es liegt. Ich habe überall ein paar Truppen bei mir stehen. Ja, das ist aber Hanswaffen sind bald alle ausgebaut, das freut mich. Du wolltest jetzt ja hier oben. Wie viele Armeen hast du hier eigentlich noch? Also gut, die haben. Der 4-Sterne-General, okay. In Tango, da hast du ja auch schon Tango getanzt, ne? Ja, ganz klar. Die Totori, greifst du die noch an? Oder kannst wenn du. Wenn ich könnte. Mehr? Ach so, du kommst nicht bis ran. Ach so, das war die Geschichte, okay. Ja, die nette Geschichte. Ja, okay. Hier oben sieht es ja entspannt aus. Okay, das ist schön. Ich bin auch froh, dass die Yonezawa so treu zu uns halten. Und hier die aus Hokkaido, die, die sind auch ganz gemütlich mit uns. Ah, ich habe hier eine. Ich habe gerade. Mich. Nein. Was hast du? Ich wurde gerade angerufen. Ach so. Oh, Telefon. Nicht nett war. Ja, Telefon. Telefon. Ich habe gerade bemerkt, ich habe Militärmissionen mit den Franzosen, das heißt in einem Fall, ich kann französische Eliteeinheiten rekrutieren und französische. Ich habe Präzisionen auf moderne Gewehreinheiten. Okay, das ist gar nicht schlecht. Plus 5 Präzisionen, wie viel haben die denn normal? Ich guck mal gerade nach, was die so haben. Gewehreinheiten, okay. Die Schwächsten haben eine Präzision von 10. Also da wäre 5 dann schon doppelt so gut. Das wäre ja schon krass. Also meine Inneninfanterie, meine beste hat gerade 46. Also, ja. Okay, ja, warum nicht? Oh, und die, ich habe auch so gewisse Scharfschützen. Die haben 58, ja. 58, düdüm. Ja, ich bin wohl durch. Das Erste. Okay. So. Juhu, okay, das ist egal. Okay, feindliche Agenten wurden in die... Oh, ein Junge wird zu einem Mann. Der Sohn unseres Lords ist erwachsen geworden. Er wird ein großer General. Juhu, das ist auch schön. So, wie ist denn das hier mit den Bauernhöfen? Minus plus 1 auf Modernisierung und minus 1 auf Zufriedenheit gebe das. Wir sind in Sagami. Wo ist Sagami? Sagami, okay, Sagami hat eine Zufriedenheit von 3. Dann können wir da noch ein bisschen was... geben. Das ist doch schön. Dann kann ich hier auch noch ein bisschen rekrutieren. Und zwar... am besten hier so ein paar Nahkämpfer, ein paar gute. So, weil die Fernkämpfer mache ich lieber oben und hier unten die Nahkämpfer. Okay, zack. Die Kisho-Ninja. Alter, ich mache mir einfach so einen fetten Ninja-Trupp. Dann geht es natürlich richtig zur Sache. So, hier oben. Okay, ich habe auch kein Geld mehr. Das ist natürlich schon wieder toll. Also, besser geht es ja gar nicht. Ja, besser geht es ja gar nicht. Echt. Das ist ja Wahnsinn. So, die können sich jetzt
so langsam. Oder sollte ich die lieber mit dem Schiff runterschicken? Ich könnte die auch mit dem Schiff verschicken, ne? Wäre wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Wobei dann hier natürlich irgendwann, wenn wir Pech haben, deine Flotte im Weg ist. Schwierige Kiste. Ach nee, kommt. Ich lasse die einfach rüberlaufen. Blub. So, lauft, Jungs. Okay. Ach, guck mal. Der Erbe. 15. Süße 15 ist er. Sieht aber auf dem Bild schon aus wie 30. Oder 40. Super. Ja. So muss das sein. So, dann kommen mal unsere Armee noch ein Stückchen weiter. Und dann schauen wir mal, wie das hier bei den Yamato aussieht. Oh, da ist eine fette... Oh, ach du Heiliger. Da stehen ja zig Armeen. Okay, oh Gott, oh Gott. Ja. Eine schwarze und eine rote. Okay. Wakayama, ich bin mit denen im Frieden. Mit Wakayama. Ja, ich bin mit denen. Ach ja, stimmt, mit denen bin ich auch im Frieden. Oh ja. Das stimmt. Ist ja gut. Okay, das geht ja dann. Ja, dann muss ich ja nur die Okazaki platt machen. Okay. Vielleicht kloppen sich die Wakayama noch mit denen. Nee, ich glaube nicht. Gut, dann mach ich nur die Okazaki kaputt. Okay, das ist ja ganz schön. Wahrscheinlich erklären die anderen mir dann irgendwann den Krieg. 6 Zuschauer, so wenig los hier im Chat. Ja, das stimmt. Ist auch relativ wenig los gerade da. Aber macht ja nichts. So. Wir ziehen mal unsere Flotte hier. Ach, das ist ja gar nicht meine. Ach ja. Ich befreie mal deine Häfen gerade, ne? Ich bin hier gerade in deiner Nähe. Ich komme gerade nur zu einem hin, leider, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt bis dahin komme. Ich glaube, die kommen nur bis kurz davor. Oder? Schaffen sie es? Ne, schaffen sie es natürlich nicht. Ja, super. Ach, egal. Stehen zumindest jetzt davor. Das heißt, die anderen kommen auch nicht mehr weg. Dann werde ich nächste Runde einfach das Schiffchen kapern. Das ist sogar ein echt gutes Schiff. Mit 14 Kanonen und 78 Besatzungen. Ja, okay. Und hier auf der anderen Seite. Du hast auch zwei Schiffchen? Ja, hier oben, ne? Ja, hab ich auch gerade bemerkt, ja. Ja. Okay. Ich sehe nicht mal, was für Schiffe du hast. Das ist ja traurig. Hast du mehrere Bildschirme? Ja, yep, ich habe zwei. Den habe ich mir teuer geholt, meinen alten Bildschirm, damit ich endlich mal mehr sehe. War auch echt praktisch. Ach ja, genau, hier meine zweite Flotte. Mit denen könnte ich echt mal runden. Ist hier irgendwo im Norden irgendwas los? Nee, ne? Ist ja eigentlich nicht viel los, aber... So, fahrt ihr mal. Ich glaube, hier kann ich die Besteuerung vielleicht wieder ausstellen. Minus 3. Treueschwur außerhalb des Clans, Modernisierung, Widerstand entgegen. Boah. Okay. Für den Shogun. Wir arbeiten für den Shogun, natürlich. Okay, ich glaube, ich bin auch so gut wie durch. Wie sieht es denn hier aus? Hier habe ich auch Armee von 2. 1. Okay. Gut, dann gebe ich mal wieder ab an dich. Bling, bling. Ich krieg nächste Runde nur 4960. Ich glaube, ich muss wieder ein bisschen sparen. Oh, ja, guck mal. Da kam ja gerade eine richtig schöne Flotte da unten an. Ja, ich hab den Saga mit Truppen auch noch was. Ja, die kaiserliche Vorhut. Die wollen jetzt wahrscheinlich bei uns einfallen. Das finde ich ein bisschen ungeil. Sollte ich vielleicht mit... Da. War was bei mir. Ja. Hä? Was? Da bin ich doch gerade weggefahren. Jetzt kommen da welche hin. Was ist denn da los? Ach, bei mir auch da. Ja. Ah, jetzt kommen die mit den ganzen Schiffen. Ach, und die fahren jetzt unsere Handelsrouten natürlich auch noch kaputt. Okay, die wollen hier einmal quer rum. Anscheinend, die Typen. Die Okazaki, ja, die sind natürlich relativ heftig hier aufgestellt. Ach Mann, oh, sind die gemein. Wie viel sind denn da? Es sind aber gar nicht so viele Leute da drin. Okay, ich würde sagen, für diese Runde erstmal eine Schlacht, oder? Ja. Jo, mach mal. Oh, da ist eine fette Armee. Was? Ach, das sind gar nicht so viele. Die stirbt.
Jetzt geht's nicht so weiter, in euer Ernst. Was? Wieso das denn nicht? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Hast du so wenig Laufreichweite? Du hast doch... Die sind doch eben auch nicht so weit. Na gut, wahrscheinlich, weil die durch den Wald gerannt sind gerade. Na toll. Ja, kann's sein. Ach. Da sind ja freche Bengels. Das sind ja voll freche Bengels. Anderes Diplomatie. Ja. Ah, ich kann Handel treiben. Okay, bis die mit ihrer Flotte landen, komme ich, glaube ich, nicht mit meiner Flotte dahin zurück. Oh, das ist natürlich kacke. Das ist natürlich richtig böse. Hm. Wäre eigentlich ganz schön, wenn wir damit noch irgendwie rumkommen würden. Ich könnte Festung ausbauen. Okay, Handel hört sich immer schön an. Oh. Ja, Handel, ich hab's gemerkt, Handel ist immer gut. plus 2 Bonusbesteuerung. Ich brauche irgendwie, muss ich hier überall meine Bauernhöfe und sowas ausbauen, glaube ich. Damit ich mehr Geld kriege. Ah, hier. Durch Handel. Na gut, Handel habe ich ja nicht so viel. Akku-Familie wäre interessant einmal. Wie sieht's in Musashi aus? Oh, das ist auch nur Fröhlichkeit von 2. Okay. Aber naja, okay, immerhin. Machen wir das hier und dann gehen wir woanders nochmal hingucken. Was kann mein Kai machen? Ach, das ist auch eine Armee von mir. Ich dachte gerade schon. Das ist auch eine Armee. Wo sind die ganzen Armeen von dir? Verbesserung der Einflussnahme. Okay. Oh, Zufriedenheit in dieser Provinz. Da war viele Runden, eigentlich gerade. Kann ich in Nugo noch was machen? Nee. Aomori. Ich kann überall nur Festung ausbauen. Wie sieht's denn in Aomori aus mit Zufriedenheit? Ach, 4. Okay, gut. Dann können wir hier auch. Können wir hier noch so ein bisschen mehr reinholen. So, schauen wir mal. Ich bin gespannt, was die Flotte unten dann macht. Was machst du gerade noch Schönes? Baust du auch deine Flotte auf? Ja, Geld ausgeben, besser gesagt. Ja, okay. Money, money, money! Ja. Ach, was? Hanshafen? Oh, weia, ey. Ich hoffe, dass diese blöde Armee da unten nicht dann einfach bei mir einfällt und sonst wohin rennt. Das wäre okay, sehr ungeil. Das erste. Okay. Kloing. Oh, wenn das Haus wackelt, muss das Fundament betrachtet werden. Juhu. Restauration des Reichs wurde erforscht. Und jetzt studiere ich gerade freundliche Beziehungen. Okay. Möglich den Bau von Handelshafen, das wäre natürlich auch ganz geil. Da muss ich erstmal gucken. Das will ich eigentlich gar nicht. Wer will denn sowas? Erfolgschance von Aktion durch ausländische Veteranen? Kapitalistische Produktion! Oh Gott. Echt? Was kann ich hier nochmal? Private Akademien. Verbessert die Einflussnahme. Oh, das ist cool. Und Loyalität aller Generäle. Was hätten wir hier? Explosionsladung für Feuerunterstützung zur See und ermöglicht Explosionsladung. Okay. Okay, mehr Schiffe. Oh, 10% Bewegungsreichweite aller Schiffe. Das ist natürlich, glaube ich, gar nicht so schlecht gerade. Ja, das bringt es auf jeden Fall. Oder hier Shinobi verbessern. Modernisierung plus 3 Präzision von Artillerie. Oh, ist das schwer. Präzision moderner Gewehreinheiten. Aha! ja, ganz, ganz wichtig. Oh, das ist ja echt schlimm. Ich weiß echt gerade nicht, was ich am meisten machen sollte. Senkung der Verwaltungskosten muss dann auf Modernisierung. Ah, okay. Gut, weil wenn du bei deinem Geld mal, also auf deinen Finanzen gehst, habe ich bei mir derzeit 31,7% Verwaltungskosten. Ja. Da weiß ich gerade gar nicht, was ich da so habe. Verwaltungskostensenkung ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, aber ich glaube, das mit den Schiffen wird doch erstmal ganz geil. Hm.
Nee, Einflussnahme. Ich muss ja diese Ländereien da unten alle konvertieren. So. Dann werden wir einmal ganz fix das Boot erobern. Ich hoffe, es funktioniert. Ach, bei dir, oder? Ja, das ist bei dir vom Hafen gerade. Juhu, erobert. Sehr schön. Weil so. Hast du die anderen 10 helfen. Ja, ich muss jetzt erstmal ein Stück rüberfahren hier. Einige hast du erobert, sich gerade. Ja, also das war ja der eine dabei halt. Ich muss jetzt erstmal gucken, was hier diese andere Flotte hier macht, die mir entgegenkommt mit der Armee da hinten. Die braucht doch noch eine Weile, oder? Oh Gott, wieso können denn meine Leute so wenig laufen? Lauft mal ein paar Meter mehr bitte hier. Aber es. Kann es am Winter liegen? Ah, am Winter liegt es wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. So. Garnison ablenken. Und. Juhu. Ich weiß gar nicht, was das jetzt gebracht hat. Verdammt, hätte ich vielleicht gar nicht machen sollen, unbedingt. Naja, egal. Oh, okay, unsere Geisha hat ein paar Fähigkeiten entwickelt. Das ist natürlich ganz gut. Das ist natürlich schön. So, was machen wir hier? Grüne Fee, Chance beim Verführen von Feinden und Charme beim Unterhalt von Edelmännern. Ja, wir wollen Feinde verführen natürlich. So, was kann ich hier nochmal? Trostspender. Charme beim Motivieren von Truppen. Zufriedenheit in Provinzen, in denen sich die Frau aufhält. Auch cool. Charme beim Ablenken von Feinden. Ach, ich kann eh nur die beiden. Oder das hier. Charme beim Ablenken von Garnisonen. Ach, hier ist aber irgendwas mit weniger Kosten. Oh, okay. Ich glaube, ich sollte lieber hier forschen. Ja. Kann ich das wieder zurückmachen? Nee, kann ich nicht. Okay. Zurücksetzen? Ach, cool. Okay, kann ich doch. Gut. Dann mache ich das nämlich so. Wunderbar. Sehr schön. Als nächstes. Ich glaube, viel mehr muss ich gerade gar nicht machen. Beenden, oder? Ja, ich glaube, eigentlich muss ich noch eine Runde beenden. Ich habe... Ah! Nee, ich habe noch ein neues Schiff, was ich mit zu meiner Flotte ziehen kann. Uiuiui. Alter, boah, das ist ja ein richtiges Monstrum jetzt hier. 202 Besatzung, 26 Kanonen. Okay. Damit kann ich leben. Kann das denn noch theoretisch in den Hafen fahren? Nee, ich glaube, das kann ich mit in den Hafen. Egal. Ich speichere mal. Ne? Sicherheitshalber. Ja. Man weiß ja nie, vielleicht... Genau, nicht, dass es wieder abstürzt. Oh, jetzt sind schon 8 Zuschauer da. Ja, willkommen an alle Neuen wieder, die neu dazugekommen sind. Okay, das ist auch alles im grünen Bereich. Die laufen noch ein Stückchen. Ach, verdammt, ich wollte doch gucken, was hier diese Flotte hier oben im Norden noch macht. Weil da sind noch welche langgezogen. So, die kommen hier weiter. Ja. Die fahren ja eiskalt... eiskalt zu uns rüber. Der Obama unterstützt dich. Wow, mit einem Mann. Ja, dachte ich mir auch. Mit zwei, ein General und einen Trupp Soldaten, ja. Aber ey, immerhin General auch noch dabei. Uiuiui, na, das ist ja was. Was? Nein. Wie viele Schiffe stehen denn jetzt da vor deinem oder vor deren Häfen? Bei Obama, ja. Ja, bei dir und bei den Obama. Ich merk's ja. Echt gut, was los. Und eine ist halt bei mir oben jetzt hingefahren. Die muss ich mal irgendwie kalt machen, so langsam. Oh, nee, ey. Oh, die gehen weg, die Yamato. Die nicht die Yamato. Eine Einladung, oder? Würde ich vermuten. Die ist eine Einladung. Die Okazaki, ja, das ist echt eine Einladung. So, die Totori sind da oben gelandet mit ihrer Flotte. Na, die werden wir schnell mal dann verdrängen, wenn ich wieder dran bin. Dann werden die einmal schön weggehauen. Nimmst du jetzt die Provinz ein? Ich gehe da hoch. Ich gehe da hoch bei Tayam, weil es sind wenig. Okay. Jima, okay. Ich habe gerade so ein Angriffssymbol, so ein Angriffssound gehört. Greifst du irgendwo an? Nee, ne? Das war nur die Truppenbewegung. Ja. Okay. So, wo sind jetzt diese. Wo ist diese komische große Flotte hin? Die
Garnison ist erstmal abgelenkt. Wahrscheinlich nicht mehr lange, aber zumindest ein bisschen. Das ist ja schon mal ganz nett. Stimmt, wir haben... Du hast Seide, ich habe glaube ich auch Seide hier irgendwo. Da können wir eigentlich mit den Handelsgeschichten hier weitermachen. Repression verbessern. Ach, hier drüben kann ich doch in Ovarika... Müsste ich mal vielleicht irgendwie was machen. Ja, mehr Geld. Plus 7 auf Repression. Ja, sehr schön. Oh Gott, ich habe echt wenig Geld. Okay, soll ich es riskieren? Ich habe ja, ich könnte jetzt gegen jemanden eine Flotte angreifen. Ach was. Ach was? So. Wieso? Wo denn? Unten? Also da im Osten bei dir? Ich nehme lieber zu Holger, ein bisschen. Achso, 2 ja. Gegen 2. Okay. Die haben bessere Schiffe. Ja, okay. Schade. Schade. Ja, sonst muss ich dann irgendwann mit meiner Flotte da hinkommen. Ja. Das ist ja echt doof. Ich glaube, ich brauche eine dritte Flotte, damit wir das vernünftig managen können. Weil eine ist ja da unten. Wobei, wenn ich da unten alle abfangen würde, die von da kommen, dann wäre ja eigentlich auch egal, was da noch ankommt. Schauen wir mal. Achso, ich könnte noch rekrutieren. Ich habe noch 1000 Kneten. Ich bin aber durch. Okay. Mach das Erste. Juhu, dann kriege ich wieder neue Einheiten. Yippie-ya-ya, yippie-yay. So, kann ich hier oben wieder was rekrutieren. Boah, ey. Coole Kiste, ey. Die haben alle richtig... Der Feind blockiert unseren Hafen, ja. Eine Frage an dich. Wie alt bist du? Oh! 24. Ich bin 24. Ja. Ja, Kartko, wie alt bist du denn? Na gut, ich weiß es ja. Ich weiß aber nicht. Du weißt nicht, okay. Ja, verstehe ich. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht wirklich. Ich weiß es einfach nicht. Okay, so, dann machen wir doch erstmal oben die Flotte kaputt. Die gehen jetzt erstmal baden. Schön, dass die direkt bei mir im Hafen stehen, weil dann kann ich das Schiff gleich reparieren da. Das ist natürlich auch ganz nice. So, Kollegen. Bitteschön. Einmal übernehmen. Das ganze Schiff, da sollte ja nicht viel schief gehen bei. Ist sogar ein ganz gutes wieder. Immerhin 14 Kanönchen. Ja, besser als nichts. Ja. So, flupp. Dann bitte in den Hafen rein. Schon wieder neue Schiffe. Und dann einmal. Oh, was? Wie teuer ist denn das zu reparieren, ey? 500? Ach du Heilige. War mir auch mit den zwei, wo ich. Ach du heilige Makrele, ja nee, dann lassen wir das mit der Revolverkavallerie und reparieren lieber erstmal das Schiff, damit wir mit dem dann losziehen können. Kann ich hier noch was anderes? Nee, okay, kann ich nicht mehr rekrutieren. Dann halt nicht. So. Was? Nein, nicht dein, halt! Doch. Oh Gott, mein eines Schiff ist irgendwie so komisch weggedüst. So, dann fahren wir auch mal hier unten an die Spitze runter. Wie viel kostet das zur Reparatur? 642 natürlich. Ich bin jetzt sehr gespannt, wo die Typen hier rumlungern. Komm, wir überfallen mal diese Handelsroute hier. So. Dann warte... Oder soll ich hier warten? Naja, wir warten da vorne. Was sind die? Ah, die brauchen aber noch eine lange Weile. Ja, dauert alles noch so ein bisschen. Ah, halt! Da steht ja eine Armee rum! Was ist das denn? Wo kommen die denn her? Ach du Heiliger! Wieso steht da welche? Ach! Das ist ja nur einer, ne? Ja gut, komm. Der kommt ja eh nicht weit. Der kommt ja eh nicht weit. Ja, hier unten, na. Bei den Okazaki. Das ist so ein Männchen, was da rumsteht. Also was hier bei euch an der Küste bei Echizen und Kaga los ist, da weiß ich echt nicht. Mit den ganzen Schiffchen. Das ist echt ulkig. Gut. Hier oben, das ist okay. Ja, also ich werde schön belagert, muss ich sagen, mit den netten Schiffchen da.
Ja, muss ich mal gucken, dass man da dass wir irgendwie was dagegen tun, ne? Ich bin mal gespannt, was jetzt gleich die Flotte da drüben macht, die gleich kommt. So, meine Männchen laufen hier weiter durch.